Ja, Herr Imam Faslic, liebe Katrin Laupert-Scholz, danke, dass Sie sich für dieses Interview zur Verfügung stellen zum Thema Renaissance eines linksrechten Antisemitismus, Anti-Amerikanismus und anti-israelischer Propaganda. Die erste Frage, die ich an Sie stelle bei dem komplexen Thema: Was sind Ihrer Einschätzung nach die zwei oder drei wichtigsten Aspekte des aktuellen Antisemitismus in Österreich beziehungsweise in Europa? Und auf welchen Quellen gründen diese Aspekte? Ja, also grundsätzlich Nummer eins ist großes Unwissen und Verschwörungstheorien, die da stehen. Als erstes und zweitens, es wird sehr oft von außen gesteuert in der heutigen Zeit, wie viele Menschen, also wie bringen wir junge Menschen sozusagen mit dem eigenen Kopf nachzudenken, sich nicht verschiedenen Ideen ziehen zu lassen oder verschiedenen Politiken oder in den Medien, was da gezeigt wird, sondern wirklich als individuelle Menschen nachzudenken, selbst die Meinung zu bilden, denn durch die Medien bekommen wir sehr viele verschiedene Meinungen. Ich aus dem Balkan, wir sind als das slawische Volk, die slawische Sprache. Meine Eltern haben zum Beispiel Russisch gelernt und ab und zu sprechen sie zu Hause ein bisschen Russisch, so erinnern sich an die Schulzeit. Kommt aber auch vor, dass sie sich russische Nachrichten anschauen. Interessanterweise europäische Nachrichten, russische Nachrichten nach dem Balkan oder jetzt, wenn man dann jetzt arabische Nachrichten nachschaut oder amerikanische, die unterscheiden sich, wenn es um das gleiche Thema geht. Und also durch die Medien werden verschiedene Meinungen bei Menschen gebildet und dass man auch Menschen lernt, dass sie mit dem eigenen Kopf nachdenken, eigene Meinungen bilden, was auf Wissenschaft basiert ist und was auch natürlich auf Erfahrung basiert ist. Ja, herzlichen Dank für diese wichtige Fragestellung. Also zum einen möchte ich auf diesen linken Antisemitismus aufmerksam machen, weil der zahlenmäßig eben nicht so stark in den Vordergrund tritt, wie wir anhand der Statistiken gesehen haben. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung in der Arbeit der jüdischen Gemeinden in ganz Europa, dass so dieser vordringliche Antisemitismus ist, auf den man die ganze Zeit stößt. Also es ist nicht so dieser althergebrachte oder das, was landläufig noch mit Antisemitismus assoziiert wird, dieser Hakenkreuz-Antisemitismus, dieser Neonazi-Antisemitismus, sondern viel, viel stärker dieser subtilere Antisemitismus. Und das ist jener Antisemitismus, der auch so stark in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, der salonfähig geworden ist, der hoffähig geworden ist und auch manchmal schwer aufdeckbar ist und eine ganz große Betroffenheit hervorruft. Das weiß ich aus eigener Erfahrung in der jüdischen Gemeinde und in der jüdischen Gemeinschaft. Daran anknüpfend natürlich diese ganze BDS-Bewegung, wo ich betonen möchte, wie wichtig das ist, dass sowohl die Stadt Graz als auch Land Steiermark sich dagegen ausgesprochen haben bei öffentlichen Dekreten. Und daran angeschlossen ein weiterer Aspekt, der auch da ein bisschen im Zusammenhang ist, damit dieser Antizionismus, also anti-israelische Antisemitismus, der israelbezogene Antisemitismus, also wo sozusagen das Wort Jude mit Israel ersetzt wird und auch von ganz, ganz viel universitär gebildeten intellektuellen Leuten gesagt wird, ja, ich bin überhaupt nicht antisemitisch und ich habe überhaupt nichts dagegen, aber und so weiter und so fort. Punkt, Punkt, Punkt. Das ist für mich jetzt so konkret auf deine Frage das Erste, was mir einfällt, der erste Impuls. Wir haben in den europäischen Metropolen, wo immer es islamistische Übergriffe, ich sage das immer zweimal, damit man ja islamistisch hört und nicht islamisch, islamistische Übergriffe und Terrorakte gegeben hat, haben wir immer wieder gesehen, dann brennende Davidsterne, brennende israelische Fahnen und brennende amerikanische Fahnen. Wie immer gesagt, in Europa als friedlicher Mensch, der die Europäische Menschenrechtskonvention ernst nimmt, will eigentlich überhaupt keine brennenden Fahnen haben, auch keine brennenden Halbmondfahnen haben oder auch keine brennenden Synagogen oder Attacken auf Synagogen. Also das ist selbstredend, dass man Europa aus der blutigen Geschichte Europas herausführen muss, egal aus welcher Tradition wir jetzt herkommen und aus welcher Religion. Herr Imam Faslic, was steckt dahinter, wenn ich da dauernd belehrt werde? Ich muss das unterscheiden. Und worin bestünde denn der Vorzug, wenn ich das unterscheiden nicht unterscheiden könnte und dann unterscheiden würde?
Was ich, wozu ich natürlich auch stehe, dass wenn wir jetzt über einen Begriff reden, der eher zu einer nationalen oder Glaubensgemeinschaft gehört, dass sozusagen diese Gruppe von Menschen es auch definiert und es auch sagt, wie sie es betrachten. Zum Beispiel, was ist, wir haben in der letzten Zeit, sprechen sehr oft über verschiedene Begriffe in Konnotation mit dem Islam, was der Islam ist, was ist Islamismus, was ist politischer Islam, was politischer Islamismus und so weiter und so weiter. Es sind verschiedene Definitionen im Kreise, aber nie wurden die Muslime gefragt, es auch zu definieren, wie sie es betrachten. Und auch jetzt in diesem Fall würde ich dann es wirklich auch lernen wollen und auch so auch verstehen, auch verinnerlichen und so auch im Tausend leben, aber halt auch die Definition, die Seiten sozusagen der Juden und Juden gesagt werden, was ist dann Antisemitismus? Wie betrachten Sie es als Antisemitismus? Nicht sozusagen jemand Externen es definiert. Wie zum Beispiel, wir sprechen auch über Feminismus und leider sehr oft sprechen Männer über Feminismus und so weiter. Und Sie tun es definieren, sagen, als die Person, die es ist, es auch zu definieren. Dass jeder Begriff die eigene Definition hat und es da sicher auch große Unterschiede es gibt es schon, aber auch zugleich sind Sachen, die auch sehr oft nebeneinander da betrachtet werden, kommt darauf an, in welchem Bereich. Ob es jetzt politisch nach außen, ob es jetzt eine andere Art von Verbundenheit, ob es jetzt religiös zu betrachten ist, welches Auftreten ist. Aber wie auch immer, diejenigen, die es benutzen, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie da nicht ganz informiert sind und nicht ganz auch bewusst sind, was diese Begriffe auch bedeuten. Danke, Herr Imam-Fasic. Ich darf da gleich die Frage nachschließen. Es ist, die Katrin hat schon ein paar Mal hingewiesen auf die sogenannte BDS-Bewegung, also eine Bewegung, die den Staat Israel und dessen Produkte, Leistungen boykottieren möchte, um die Rechte der Palästinenser voranzubringen. Darf ich bei Herrn Imam-Fasic bleiben? Inwiefern, Sie wissen ja, die Städte München und Graz lehnen ja jede Kooperation ab mit dieser BDS-Bewegung. Wie sieht das Ihre Glaubensgemeinschaft in Graz jetzt, also diese klare Positionierung der Stadt Graz gegen die BDS-Bewegung, nämlich der Stadtregierung und der Mehrheit im Gemeinderat? Und wie sehen Sie persönlich diese BDS-Bewegung? Ja, also zwei Sachen als Antwort zu dieser Frage. Auf einer Seite freuen wir uns natürlich, es ist eine Minderheit und ich habe es im Webinar schon erwähnt, also auch eine Minderheit in den letzten Jahren auch sehr oft stark von der Diskriminierung und Rassismus betroffen ist und begrüßen all diese Entscheidungen, die dazu dienen, dass man Gesetze darbringt, die gegen Rassismus jeglicher Art da sind, auf einer Seite. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, dass wir als Glaubensgemeinschaft oder wir als das Islamische Kulturzentrum hier in Graz, die Muslime hier, davon unbedingt nicht alles wissen. Und vor allem, wie sollen sich die, also Islamisches Kulturzentrum Graz ist eine Moscheeeinrichtung, ein Ort, wo sich Menschen wegen dem täglichen Gebet versammeln, die Predigten zu hören, über den Glauben zu reden. Und da bleibt nicht viel Zeit und Raum und ist auch nicht die Aufgabe einer Moschee, über Themen zu sprechen, die eher politisch gehen und vor allem international gehen. Also die Zeit nutzen wir Imame, wenn die Menschen in die Moschee kommen, über das Seelsorgerische zu reden, über das religiöse Bedürfnis, über den Glauben an Gott. Ja. Und dass solche Themen nicht Themen, die zum Alltag gehören. Vielleicht tauschen sich dort Menschen aus, wenn sie das treffen, über dieses und jegliche Thema auch. Aber ich als Imam des Islamischen Kulturzentrums zu sagen, auf allen Namen der Muslime da etwas zu sagen, da kann ich leider nicht sagen. Okay. Na, dann danke auch für die offene Antwort. Ich spiele den Ball jetzt hoch wieder hinüber zur Katrin. Du hast ja schon auf die BDS-Bewegung hingewiesen auch und auf diese unheilvolle Allianz aus, ich sage immer, links-linken, weil linksliberal heute mich selber, jetzt muss ich mir ein bisschen abgrenzen, Herr Imam-Fasic und liebe Katrin, links-linke Kapitalismuskritiker und Kritikerinnen, die jetzt überhaupt keinen muslimischen Hintergrund haben, sondern einen eher philosophisch und politischen Hintergrund. Und zwar, glaube ich, hat Goebbels das ja auf den Punkt gebracht mit dem Topos des Geldsackjuden, der an der Wall Street sein Unwesen treibt und die ganze Weltwirtschaft, du hast das ja gesagt, in den Händen hält. Wie erlebst du das, dass an der Universität Graz und auch in Bildungseinrichtungen diese Goebbelsche Allianz zwischen
zwischen Kapitalismuskritik auf der einen Seite und unverhohlener Antisemitismus, in dem Fall wirklich Antisemitismus auf der anderen Seite, sich heute im 21. Jahrhundert in Graz immer noch so durchsetzen kann. Du hast das auch gesagt, das ist in den Studien völlig unterbelichtet, dieser linksorientierte Antisemitismus wird auch wüst zurückgewiesen. Ich erinnere an viele Debatten, die du und ich gehabt haben, wo man dann beschimpft und sagt, es gibt doch keinen linken Antisemitismus, es sind Internationalisten und so weiter. Fußnote aus dem Dritten Reich noch dazu, selbst der kommunistische Widerstandskämpfer, wenn wir gefragt haben, wie war denn das beim Todesmarsch der ungarischen Juden, haben die in den 90er Jahren antisemitische Pamphlete, der Jude verteidigt sich nie, der Jude hat nie die Waffe erhoben für die gute Sache, immer nur für schlechte. Also wie kann man das jetzt im 21. Jahrhundert aus deiner Sicht deuten, dass eben linke Kapitalismuskritik diese Allianz eingeht mit ganz unverhohlenen, von Goebbels wahrscheinlich beklatschten Antisemitismus? Danke für die Frage. Nur um es vielleicht zu präzisieren, also weil du auf die Studien angesprochen hast, dass die das nicht so stark zeigen, diesen linken Antisemitismus, das ist jetzt, da möchte ich nicht diese Studie der österreichischen Parlamentsdirektion, die eben 2018 und 2020 durchgeführt worden ist, ansprechen, weil daraus ist es sehr wohl ersichtlich. Aber bei der VGA, also bei dem Forum gegen Antisemitismus, wo man Fälle melden kann, wenn man antisemitisch wo man antisemitisch motivierte Fälle melden kann, und dort sind viel, viel sichtbarer die rechten antisemitischen Agitationen, weil die Linken, die verstecken sich oft so intellektuell. Und da kommt man gar nicht auf die Idee, dass das eine Diskriminierungserfahrung sein könnte. Oder dass das ein ganz klarer Antisemitismus ist. Das ist ganz viel, muss man da erst aufdecken, oft für sich selber, und kommt gar nicht dazu, das so schnell an die VGA heranzutragen, wo diese Fälle gesammelt werden. Das wollte ich jetzt dann noch dazu sagen. Zu deiner unrühmlichen Allianz, die du angesprochen hast, ist ja das Tragische und das Traurige, dass das jetzt noch stärker wird sozusagen, und dass vor allem bei diesen sogenannten Hygienedemonstrationen, bei diesen Anti-Corona-Maßnahmen-Demonstrationen und so weiter und so fort, diese ganzen Gruppierungen, die du jetzt da in deiner Frage auch angesprochen hast, plötzlich miteinander gehen. Und da Leute, die vielleicht sogar mit einer Regenbogenfahne gehen, Familien mit Kinderwegen mit klassischen Neonazis oft Hand in Hand oder zumindest in einer Gruppe gehen und sich so gegenseitig bestärken. Und man weiß, dass in diesen Gruppen der Antisemitismus sehr, sehr stark ist. Das heißt, sowas wie ein gemeinsames Band, eine gemeinsame Idee, ist schon der Antisemitismus dahinter von diesen unterschiedlichen Gruppen, die da mitgehen. Und das ist diese unheilvolle Allianz, die ich da jetzt im Moment sehe, weil sie wirklich sehr stark demokratiegefährdend ist. Danke, Katrin. Ich komme jetzt zu einer sehr persönlichen Frage, Herr Imam Faslic und liebe Katrin. Der Antisemitismus hat ja unzählige Aspekte. Mich würde von Ihnen ganz persönlich interessieren, welche Aspekte vom Antisemitismus Sie ganz besonders verstörend, irritierend, verletzend, benachteiligend, diskriminierend erleben und die aus Ihrer Sicht schlicht und ergreifend völlig inakzeptabel sind. Rein aus der emotionalen Ebene. Ich weiß, Sie können jetzt Ihr Denken nicht vom Fühlen auseinandernehmen, aber was Sie sagen, da geht Ihnen der sprichwörtliche Hut hoch, wenn Sie das hören. Was ist für Sie da besonders emotional irritierende Sache, die Sie mit dem Thema, beim Thema Antisemitismus erleben und fühlen? Ja, in meinem Fall ist es das politisch-mediale. Eins und zweitens gesellschaftlich, dass man alle Menschen in den gleichen Korb wirft. Es kann durchaus kommen, dass man individuell verschiedene Erfahrungen gemacht hat, aber dann, dass man dann alle Menschen in den gleichen Korb wirft, das ist dann absolut nicht in Ordnung, und das ist etwas, was leider stattfindet, wenn wir über Antisemitismus reden, ob es jetzt eine Erfahrung, ob es jetzt eine Desinformation ist, ein Unwissen, eine Verschwörungstheorie oder was Drittes, dann ist es sozusagen gleich alle.
Das ist einmal etwas, was absolut No-Go ist. Und zweitens, wenn das auch politisch, ich sage es mal so, missbraucht wird. Wenn man dann Antisemitismus für die eigenen politischen Kampagnen benutzt. Das heißt also, man bemerkt, dass man sagt, hey, das ist jetzt, ist das wirklich etwas Ehrliches, wo ich mich wirklich dafür einsetze, weil ich es einsehe, oder wo ich dadurch einen Nutzen haben kann oder es halt profitieren kann. Ob es jetzt Antisemitismus oder egal, jede andere Art von Rassismus, wo man sozusagen das auch missbrauchen kann, das finde ich absolut no. Danke, Herr Imam Faslic, für die sehr persönliche Beantwortung. Nicht alle in einen Topf, in einen Korb stecken, sondern genau hinschauen und den Menschen als Menschen sehen und nicht einfach gleich eine übergeordnete Kategorie und noch dazu mit abwertenden Attributen versehen. Liebe Katrin, was ist, was dich besonders nervt, irritiert, entsetzt bei dem auf der emotionalen Ebene beim Thema Antisemitismus? Ja, ich möchte mich da bei dem Statement vom Imam Fikret Faslic ein bisschen anschließen. Dieser Missbrauch der Shoah oder des Holocausts, des Wortes und die Emotionen, die man damit verbindet, die jetzt da ein Stück weit übertragen werden auf die sogenannten Weltverschwörer, Weltverschwörerinnen. Wenn da zum Beispiel ein Kind mit deren Eltern plötzlich sagt, ja, sie fühlen sich wie Anne Frank, weil das Kind ihren 8. Geburtstag nicht so feiern kann, wie es eigentlich gewohnt ist, und diese Parallelen sieht, oder Widerstandskämpfer, Kämpferinnen gegen das System, sie plötzlich identifizieren mit Sophie Scholl. Das finde ich so entwertend, entwürdigend, dass mir da die Worte fehlen eigentlich. Und letztens ist eine gute Bekannte bei mir im Wohnzimmer gestanden, die gemeint hat, also sie ist sehr kritisch diesen Corona-Maßnahmen gegenüber grundsätzlich, und sie hat dann in einem gesagt und gemeint, ja, wenn damals in den 30er Jahren die Leute auch kritischer gewesen wären dem Nationalsozialismus gegenüber, Entschuldigung, jetzt versagt sogar meine Stimme, da merkt man, wie mich das aufregt. Also wenn in der Zeit des Nationalsozialismus auch mehr Leute kritischer gewesen wären, dann hätten wir vielleicht sowas wie die Shoah oder einen Holocaust verhindern können. Mhm. Und jetzt gibt es genug Menschen, die da sozusagen regierungstreu sind, unkritisch sind und da wie blökende Schafe und das alles befürworten, die Testerei und die Impfung. Da zieht es mir einfach, also das sind so unglaubliche Vergleiche, da zieht es mir den Boden unter den Füßen weg. Und das ist ein Missbrauch dieses Worts Holocaust, Shoah und all dessen, was man damit verbindet, vor allem innerhalb des Judentums. Ich habe das Gefühl, die Menschen haben einfach keine Ahnung, wovon sie sprechen. Da gibt es einfach keine Vergleichsebene. Ich glaube, es ist emotional genug rübergekommen. Danke, Katrin. Ich hoffe, dass dein Blutdruckmessgerät zu Hause ist und nicht, und nur mal noch in Ruhe messen, gell, damit, ja, die Stimme absenken. Bevor das wäre eine letzte Frage an den Herrn Imam, habe ich doch noch eine Frage. In aufgeklärten und interreligiös sattelfesten Runden findet sich immer die Forderung, es möge einen europäischen Islam in all seinen Spielarten geben. Und zwar europäischer Islam ist aus philosophischer Sicht immer so gemeint, dass man sagt, man anerkennt grundsätzlich, wie der Jürgen Habermas es sagt, den Verfassungspatriotismus Europas. Also wenn es um ethische, moralische Streitfragen geht, habe der Staat das letzte Wort mit seinem Rechtssystem oder die Europäische Union mit ihrem Rechtssystem. Sehen Sie etwas also ich frage es einfach, sehen Sie am Horizont irgendwo so etwas wie einen europäischen Islam heraufdämmen, der sagt, ja, wir machen das so ähnlich, wie es die Christenheit macht. Die Christenheit musste sich ja auch in einem langen und sehr blutigen Krieg, kann man sagen, der über Jahrhunderte gedauert hat, dem Staatswesen, sprich dem Verfassungs- und Rechtspatriotismus unterwerfen. Und hat damit aber, glaube ich, die Erfahrung gemacht, das sind nicht alle in der Christenheit, aber die führenden klugen Köpfe haben die Erfahrung gemacht, dass jetzt, wo sie also nicht mehr gesetzgebend und nicht mehr in politischen Funktionen tätig sind, die Christen, dass sie eigentlich trotzdem einen hohen Einfluss auf die Respublika und auf jeden einzelnen Bürger und auf die Menschen gewonnen haben. Sehen Sie eine ähnliche Tendenz auch im Islam, dass man sagt, man gibt es auf, dass man sagt, es muss der Glaube, die Religion, also gleichzeitig auch immer politisch dominant sein? Oder ist es im Islam auch denkbar aus Ihrer Sicht,
dass es etwas gibt, wo man sagt, naja, das letzte Wort hat schon der Staat, die Europäische Union, der Verfassungspatriotismus. Also wir Muslime tun da jetzt, stellen das nicht eins gegen den anderen. Natürlich leben wir in dieser Gesellschaft und nicht alle Muslime sind Flüchtlinge und Migranten, sondern ein großer Teil, wir haben auch autochthone europäische Völker, ja, muslimische Völker, die hier sind. Ich kann sagen, jetzt in dieser Zeit, der Islam und der Glaube spielt den Muslimen eine sehr wichtige Rolle im Alltag und es wird sicher auch morgen sein. Das heißt, nicht nur im gottesdienstlichen Teil, in der Moschee, im Gotteshaus, sondern insgesamt vieles, vieles mehr, meinen Alltag auch zu gestalten, dementsprechend das familiäre Leben und so weiter und so weiter. Wenn wir über den europäischen Islam sprechen und wir sprechen schon jahrelang darüber, ich sehe das nur in praktischen Beispielen, wenn jetzt der Staat den Muslimen entgegenkommen möchte in verschiedenen Aspekten und dann geht es darum, was ist dann der Islam oder wie kann man den Muslimen helfen in bestimmten Aspekten, ob es jetzt Feiertage sind, ob es jetzt Kleidungs- oder Essensvorschriften sind oder verschiedene Sachen, jetzt aktuell auch mit den vielen leider Corona-Toten auch Bestattung, Beerdigung, Sarg und so weiter und so weiter. Was ist dann der Islam? Und sehr oft sprechen dann über den Islam verschiedene Menschen, die den Islam betrachten als Teil meines kulturellen nationalen Identitäts. Denn viele Muslime kommen ja aus Staaten, wo der Glaube, wo man schwer unterscheiden kann, was ist jetzt Glaube, was ist Tradition, was ist Recht. Was wir aber auch hier in Europa, wenn wir jetzt über die katholische Kirche sprechen, auch nicht jetzt weit entfernt davon sind, denn in bestimmten Gebieten, auch in Österreich, weiß man jetzt nicht, ob bestimmte Feiertage jetzt wirklich nationale oder religiöse Feiertage ist, es Kultur, Gebrauch und so weiter und so weiter. In dem Hinsicht braucht man ja, oder kann man sagen, man bräuchte eine europäische Definition, vor allem in Bezug Staat gegenüber Muslimen oder Staat und Muslime, wie wir bestimmte Sachen definieren, was wir darunter verstehen und was ist dann wirklich der Islam. Ich gehe davon aus, dass dieses Video vielleicht auch in den Schulen gezeigt wird, dieses Interview, auch dass muslimische Schülerinnen oder auch die Lehrkräfte, die muslimische Schülerinnen arbeiten, auch dann wissen und sagen, was ist jetzt wirklich der Islam, was ist auch mein Recht, was ich zu beachten habe, liebe muslimische Schülerinnen und Schüler, und dass da jetzt nicht da als Missverständnis da entsteht. Dass die Muslime kein Problem haben mit der Rechtsstaatlichkeit und dass man das absolut unterstützt und dass wir unter der Rechtsstaatlichkeit von dem Staat alle gleich sind, dass wir auch in einem säkularen Staat leben, ist zu begrüßen, ist auch natürlich auch positiv. Und der säkulare Staat hat natürlich auch die Aufgabe, zu achten, dass niemand diskriminiert wird. Auf einer Seite sprechen wir natürlich auch über die Rechte, aber wir sind noch immer bei den Diskriminierungen, zu den Rechten zu kommen und über die Rechte zu sprechen. Da ist auch ein langer Weg vor uns in einer Zeit, wo wir ohne Diskriminierung leben und wo alle ihre Rechte haben. Aber der Staat ist natürlich etwas Positives und nicht nur in diesem Aspekt, sondern in vielen, vielen anderen Aspekten sozusagen. Deswegen ist das, ich glaube, kein Dilemma für die Muslime, die in Europa leben. Wenn es einzelne Fälle gibt, dann sollte man auch da richtig hinschauen, wieso, weshalb, warum. Aber wenn wir jetzt über die Gemeinschaft der Muslime, über den Islam sprechen, dann ist das dann kein Problem. Das heißt nicht, dass es im Alltag jetzt ein Problem sein wird. Aha. Und ganz ehrlich zu sein, ich finde, ich kann mir jetzt so schnell nicht die Situation vorstellen, es kann mir nicht die Situation einfallen, wo ein Muslim jetzt ein Problem hat zu entscheiden, soll ich jetzt entscheiden nach dem muslimischen, was meine Regierungserziehung ist, oder nach dem staatlichen, gesetzlichen Recht ist. Hey, Imam Faslisch, Sie haben das sehr klar beantwortet. Eine Nachfrage: der Londoner Bürgermeister ist ja einer der ersten in Europa, der selbst Muslim ist. Und ich erinnere mich gut daran, wie er gesagt hat in der Wahlauseinandersetzung, ihr braucht keine Angst haben, ich führe als muslimischer Bürgermeister nicht das Scharia-Recht ein und werde nicht die Frauenrechte beschneiden. Also das wäre auch in Ihrem Sinne, bis der Londoner Bürgermeister kundgetan hat in Richtung eines europäischen Islam. Scharia-Recht wird nicht die europäische Menschenrechtskonvention und andere Verfassungen und Grundgesetze aushebeln. Absolut nicht. Ich sehe da auf der anderen Seite auch, dass da sehr oft sehr einheitlich sind diese vielen Konventionen auch.
Und auf der anderen Seite betrachte ich natürlich den Islam als eine große Bereicherung, nicht nur interreligiöse, sondern natürlich auch die Muslime mit den ganzen, jetzt aktuell Corona und den ganzen Impfstoffen, jetzt konkret auch in Deutschland, das Ehepaar, das muslimisch ist, was hinter den Impfstoff gegen Corona steht und in anderen Bereichen. Also, dass da eine Konfrontation oder was Ähnliches ist, nein, sondern natürlich müssen auch die Gelehrten, die muslimischen, die Imame und so weiter, ihr Wort sprechen, ganz offen in der Öffentlichkeit sagen, was das Islam ist, weil ich habe das Gefühl, dass viele Menschen auch, wenn es um den Islam geht, nicht viel Wissen besitzen, dass da jetzt Fasten, aktuell der Ramadan bedeutet nur hungern und dursten und bewundern, wie schaffen es die Muslime den ganzen Tag nichts essen und trinken, obwohl es nur ein ganz kleiner Aspekt ist und natürlich auch viele Ausnahmen sind und ein Gedanke und ein Sinn dahinter ist. Danke, Herr Mann. Keine Sorge, keine Sorge. Also Londoner Bürgermeister ist ein Role Model für diesen säkularen, verfassungspatriotischen Islam jetzt auf einer hohen Ebene, nämlich Bürgermeister von London ist ein sehr hohes Amt, also das geht gut zusammen. Wunderbar. Dann darf ich, Verena, dir für die letzten Fragen den Ball hinüberspielen. Ja, vielen Dank. Danke auch für die interessanten Antworten und auch jetzt noch einmal das, was am Schluss gesagt wurde, nämlich das, dass es sehr viel Unwissenheit gibt, eben sowohl über das Judentum, über Antisemitismus, als auch über andere Religionen. Diese Angst vor anderen Nationen, vor anderen Völkern, vor anderen Religionen entstammt ja auch sehr auf dem, dass man eben unwissend ist, ja, diese Angst vor dem Unbekannten. Deshalb finde ich diese Antwort sehr interessant und auch wichtig, dass man sagt, Aufklärung ist einfach sehr, sehr wichtig. Und da möchte ich jetzt auch ansetzen, zum Abschluss möchte ich sehr gerne noch eine Perspektive für die Zukunft geben. Nämlich, und da gerne von Ihnen wissen, wo würden Sie im österreichischen, in der österreichischen Politik, in den österreichischen Medien, im Alltag, in der Zivilgesellschaft, aber auch und vor allem im Bildungswesen den Hebel ansetzen, um eben Antisemitismus mittelfristig zu überwinden oder eben zumindest abrüsten zu können? Wie kann man an das herangehen? Also wenn ich sagen würde, 3-4 Sachen, die es sind, Gesetze, das eine, was ich vorhin gesagt habe mit dem Staat, natürlich sehr wichtig. Auf der anderen Seite die Sensibilisierung der breiten Gesellschaft in verschiedenen Aspekten. Wir sprechen natürlich über Schule, wir sprechen über verschiedene, aber in der breiten Gesellschaft insgesamt die Sensibilisierung zu diesem und anderen natürlich auch dem von Rassismus und die Aufklärungsarbeit. Und als Viertes würde ich sagen, die Begegnungen, obwohl man sie dort schaffen kann, zum Beispiel, man tut sehr oft eine Gruppe personifizieren durch eine Person. Ja, also wir kennen die liebe Laupert-Schwalz, liebe Ruth, und durch die Ruth tut man ja auch personifizieren die ganze Gemeinschaft. Role Models im Bereich zu diesem Thema, sagen wir brauchen viel mehr positive Beispiele, denn diese Beispiele aus der Gesellschaft tut man ja, man nimmt ja diese Beispiele, und wenn man sagen würde, welche Person steht in euren Köpfen für XY-Thema, dann wird es interessant sein, welche Person wir im Kopf haben. Also wir brauchen positive Beispiele, nicht nur Integration, nicht nur interreligiöser Dialog, sondern insgesamt auch zu diesen Themen positive Beispiele. Also durch das positive Vorgehen, denn man, obwohl ich jetzt meine Antwort begonnen habe mit Gesetzen, Gesetze sind etwas Strenges, nicht unbedingt das Best Practice Model, aber die sind notwendig, doch wir brauchen auch etwas Positives im Sinne, wie kann ich positiv dagegen vorgehen? Ohne vielleicht Gesetze, unbedingt die Gesetze zu nehmen. Und da braucht man, wie gesagt, auch positive Beispiele, wie man das auch geschafft hat, wie man es auch schaffen kann und wie man zu diesen Themen, wie man diese Themen anspricht. Dankeschön. Sehr umfangreiche Antwort. Ich habe dem nur wenig hinzuzufügen. Ich kann das alles unterstützen, was der Herr Imam Fikret Fazlić gesagt hat. Aus meiner Sicht noch ergänzend dazu werden
unabhängig vom Begegnungslernen, verschiedene Räume für Begegnung schaffen, auch dieses Vorstellen des aktiven, lebendigen Judentums, das ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt, dass man nicht immer nur mit dem Antisemitismus ansetzt oder mit der Gedenkarbeit. Natürlich sind es zwei ganz, ganz wichtige und wesentliche Ansätze, um das Judentum, die Geschichte des Judentums, das europäische Judentum zu verstehen. Aber ganz wichtig und wesentlich ist einfach, was von dieser Kultur her zu zeigen, von den Festen, von den Feiertagen, wie leben wir. Und solche Formate auf unterschiedlichen Ebenen, Zielgruppen orientiert, Zielgruppen entsprechend auf unterschiedlichen Ebenen anzubieten und zu ermöglichen. Das wäre einfach so eine große Bitte an die Politik auch, dass es da Räume geben kann, die bereitgestellt werden, wo sowas stattfinden kann. Okay, vielen, vielen Dank. Also das heißt einerseits die Begegnung, andererseits aber auch das erlebbar zu machen, sozusagen das Unbekannte, das Andere, wo man vielleicht bestimmte Vorurteile hegt, einfach einmal erlebbar zu machen. Ja, danke für die Antworten. Und wenn Sie wollen, können Sie auch gerne eine konkrete Methode noch zum Abschluss nennen, wie Sie teilweise mit Jugendlichen das Thema angehen, wie Sie sagen, okay, so könnte Sensibilisierung funktionieren. Ich glaube, der Herr Imam Fikret Fazlic hat da auch schon ein Video heute öfters erwähnt, das sicher etwas ist, das großen Eindruck bei Jugendlichen auch hinterlässt und zum Nachdenken anregt? Junge Menschen sind sehr offen und interessiert. Nur ist die Sache, wo ist der gute Wille und möchte man dieses Thema ansprechen oder nicht? Ich denke, dass es ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, auch in meiner Moschee arbeitenden Jugendlichen. Es bedarf am Endeffekt keine große Vorbereitung, kein Video wie dieses, das ist ein super Video ist, also man findet sich dort drin, sondern es geht einfach anfangen, darüber zu reden. Und wenn man schon über das Thema anspricht und das Thema eröffnet, dann schließt man sich von verschiedenen Seiten ein und jeder spricht sein eigenes. Also man kommt zu diesem Thema und man einigt sich sehr oft, also da gibt es kein Problem, dem man sagt, na, das ist das stimmt nicht oder so. Das stimmt, also da man einigt sich und dann erzählt jeder die eigene Erfahrung und dann kommt ins Gespräch. Aber wie gesagt, man braucht nur den guten Willen, dass man dieses Thema auch ansprechen möchte, dass man dieses Thema auch bearbeiten möchte und es an die Jugendlichen bringen. Und die Jugendlichen sind da sehr froh darüber und sehr offen und sehr clever und wie gesagt, also sehr bereit darüber zu diskutieren. Und dann ist es schon genug, da ist der erste Schritt schon getan und dann kommen dann verschiedene Meinungen, verschiedene Vorschläge, was wir machen könnten. Also seitens meiner Jugend hier aus dem Islamischen Kulturzentrum, da war eine Idee, die Stolpersteine haben wir dann gemeinsam besucht, auch die Synagoge besucht und wir haben auch innerhalb unseres Unterrichts auch Judentum, Christentum, auch andere Religionen. Das sind alles Vorschläge von den Jugendlichen und auch durch die Wünsche, dass sich die Jugendlichen treffen und dass sie sich mal austauschen. Also im Sinne nicht, dass diese Vertreter jetzt da etwas erzählen oder mit, ja, wir als junge Menschen, die so vieles Gemeinsames haben, wir wollen uns treffen und darüber reden. Und wie die Laupert schon gesagt hat, Frau Laupert-Scholz, dass man da auch Räumlichkeiten und Orte zur Verfügung stellt, wo man sich dann wirklich auch treffen kann. Dankeschön. Ruth, möchtest du noch was dazu sagen oder? Ja, eben auch nur ergänzend. Ich möchte mich an dieser Stelle auch bedanken für diese Möglichkeiten des interreligiösen und interkulturellen Dialogs, sowohl von der AGE, von euch aus, als auch beim Imam Fikret Fazlic, weil es auch so Formate gibt, die man bereitstellt, dass man zum Beispiel sagt, man schaut nicht nur das eine oder andere Gebetshaus an, sondern man schaut eine Synagoge, die Moschee, eine Kirche an und vielleicht auch so ein bisschen nicht nur aus einem konfessionellen Blickwinkel heraus, sondern aus einem interreligiösen, interkulturellen Blickwinkel heraus. Das finde ich das Spannende, weil da geben Sie dann auch noch ganz andere Fragen, ganz andere Zugänge, ganz andere Blickwinkel. Ergänzend kann ich von der jüdischen Seite sagen, dass natürlich auch so Citywalks, jüdische Stadtspaziergänge oder Stadtspaziergänge zum Wirken jüdischen Lebens in Graz auch sehr gerne angenommen werden.
In Kombination oder zusätzlich zu den Stolperstein-Spaziergängen, Spaziergängen zu den Gedenksteinen, zu den Opfern, von den Opfern des Holocausts und unterschiedliche Workshop-Formate, die wir bereitstellen, sei das jetzt der Judentum erleben auf der jüdischen Seite oder auch diese interreligiösen Formate, wo wir eben mit diesem interkonfessionellen Blickwinkel drauf schauen. Das finde ich sehr wichtig und hilfreich, diesen Perspektivenwechsel zu ermöglichen, Räume dafür zu bieten und den vorzuleben. Und da möchte ich mich einerseits für die gute Zusammenarbeit mit der AGE, beim Christian Ehetreiber bedanken, als auch mit dem IKZ, beim Imam Fikret Faslic. Herzlichen Dank dafür.